Ja, liebe Romus-Freunde, hier sind wir wieder. Und wie versprochen, habe ich das Best of 2021 von unseren Touren hier in diesem Video mal zusammengestellt. Oder besser gesagt, nicht nur in diesem Video, sondern in mehreren Videos. Dies ist jetzt der erste Teil vom Best of. Ich denke, es werden wahrscheinlich so drei Teile werden. Und ich wollte eigentlich erst nur ein Video erstellen, aber das wurde dann doch etwas zu lang und deswegen habe ich mich entschlossen, das Ganze ein bisschen aufzuteilen. Ja, also wir sind jetzt zu Anfang des Jahres, wie ihr seht, auch noch ohne Wohnmobil hier in unserer Umgebung mal ein wenig unterwegs gewesen und zwar im Kurpark von Bad Driburg und der Kurpark von Bad Driburg lag im Schnee, also wunderschön im Schnee. Jetzt im Frühjahr lag ja doch relativ viel Schnee und da sind wir spazieren gegangen bei Sonnenschein und klirrender Kälte und es war wirklich wunderschön. Und in Bad Driburg gibt es auch einen schönen Wohnmobilstellplatz. Da habe ich auch schon ein Video zu veröffentlicht. Das verlinke ich hier oben mal kurz und zeige ich euch auch gleich noch hier im Video. Also kommt mit uns in diesen Kurpark von Bad Driburg und genießt den Schnee. Ja, wie gesagt, es gibt eben auch einen wunderschönen Wohnmobilstellplatz hier direkt in der Nähe des Kurparks. Hier mal ein paar Aufnahmen davon an der Therme von Bad Driburg. Die Aufnahmen habe ich dann im Sommer mal gemacht. Es gibt dazu auch ein Video, was den Stellplatz beschreibt. Das werde ich dann auch hier oben nochmal verlinken. Ja, im Frühjahr hatten wir ja dann noch lange noch mit Corona zu kämpfen und mit den ganzen Einschränkungen. Und als dann im Mai es die ersten Modellregionen gab, in die man mit seinem Wohnmobil wieder fahren konnte, da sind wir nach Norddeutschland gefahren und zwar auf die Insel Nordstrand. Und zwar zum Stellplatz Womoland und haben dann von da aus ein wenig die Insel erkundet. Und ich zeige euch hier mal den Stellplatz. Es gibt ja auch ein längeres Video zu bei uns auf dem Kanal. Das Wetter war noch relativ frisch, muss ich wirklich sagen. Es war schon Mai, aber wir haben dabei 5, 6, 7 Grad doch noch etwas geschnattert. Aber trotzdem waren wir natürlich froh, dass man endlich mal rauskam. Und ja, wir sind dann hier von dem Stellplatz Womoland dann auch mal einen Tag nach Husum gefahren und das seht ihr dann gleich. Ja, wie gesagt, sind wir dann auch mal nach Husum gefahren und Husum, das ist eine Hafenstadt in Schleswig-Holstein, also in Deutschland auch in Schleswig-Holstein liegt und es ist nicht mehr weit entfernt von Dänemark und der Hafen ist ja nett mit den bunten Häusern und da gibt es auch das Nationalparkhaus, was eben Informationen zum Watt und zu den Salzwiesen hier im Nationalpark Schleswig-Holstein vermittelt. Und dann gibt es auch noch ein schönes Schloss hier in Husum. Und im Frühjahr ist das Gelände des Schlosses von Krokussen geprägt. Also hier von Husum, da läuft auch der Nordseeküstenradweg quer durch die Stadt. Und von da aus kann man dann wunderschöne Fahrradfahrten unternehmen. Ja, wenn man dann hier vom Zentrum von Husum durch ein paar Straßen läuft, ist es nicht sehr weit entfernt bis hier zum Schloss. Und hier am Schloss kann man schön durch den Schlosspark laufen oder auch zum Schloss.
Da gibt es ein Schlosscafé, das seht ihr hier links, und wir sind da nicht gewesen. Es war doch noch etwas kühl, da draußen zu sitzen. Und wir sind dann lieber ein wenig durch den Schlosspark gelaufen. Da gibt es das Denkmal von Ferdinand Tönnies. Und das ist der Begründer der Soziologie. Und wenn man etwas weiterläuft, trifft man dann noch auf einen weiteren berühmten Zeitgenossen. Und zwar ist das Theodor Storm. Ihr kennt ja bestimmt die Novelle vom Schimmelreiter und vom Deichgrafen. Und man kann dann schön um das Schloss einmal herumlaufen. Der Schlosspark ist nicht so sehr groß. Und das haben wir dann auch getan. Also Husum und Umgebung, das lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein schönes Ziel für eine Wohnmobiltour. Auch Nordstrand ist schön zum Fahrradfahren. Also vom Wohnmobilstellplatz kann man auch wunderschön Fahrrad fahren. Die Insel erkunden. Und es lohnt sich wirklich mal, hier oben hochzufahren, kurz bevor es nach Dänemark rübergeht, über die Grenze. Ja, ein weiterer wunderschöner Tipp für eine Tour ist Ostfriesland. Und man kann in Ostfriesland natürlich wunderschön an die Küste fahren und die Sielorte besuchen. Das tun ja auch sehr viele. Aber es gibt auch ein wunderschönes Hinterland. Und zwar haben wir mal das Hinterland besucht, rund um die Stadt Leer. Und haben da mehrere Orte besucht. Und in der Nähe von Leer, da gibt es das wunderschöne Schlösschen Evenburg, genau, Evenburg heißt es, musst du doch jetzt doch nochmal nachgucken. Und Evenburg, das ist 2014 komplett saniert worden und strahlt seitdem wieder im neuen Glanz. Und es ist eben umgeben von einem wunderschönen englischen Garten. Und man kann also sich das Schloss schön ansehen, also wir sind nur von außen herumgelaufen und sind durch den englischen Park gewandert. Und es ist wirklich ein wunderschöner englischer Park. Und das lohnt sich wirklich, wenn man hier in der Nähe von Leer unterwegs ist, auch den Abstecher hier zum Schloss Evenburg zu machen und sich das Ganze mal anzusehen. Und dann kommt mal mit und wandert mit uns durch diesen wunderschönen Park. Ja, liebe Wummes-Freunde, so langsam aber sicher nähert sich der erste Teil von unserem Best of 2021, also unser Rückblick, dem Ende. Wir sind noch weiter in der Gegend um Leer herum unterwegs gewesen und im zweiten Teil dieses Videos geht es dann zuerst erstmal nach Dietzum. Ja, ich hoffe, euch hat dieser erste Teil schon mal gefallen. Der zweite ist schon in Arbeit. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dann mal jetzt mal gut, ne? Und tschüss!